Lunastein ist ein Pokémon mit den Typen Gestein und Psycho, existiert seit der dritten Spielgeneration und zusammen mit Sonnenfell bildet es ein Duo. Lunastein ist ein hellgelbes Pokémon. Es ähnelt, wie der Name bereits andeutet, einem Mond und seine Form gleicht einer Mondesichel. Sein Körper ist mit einigen Kratern versehen und seine bedrohlichen roten Augen befinden sich in schwarzen Einkerbungen. Vor diesem ist ein Mund, welcher durch seine spitze Form an einen Schnabel erinnert. Und Lunasteins Shiny-Version hat lediglich blaue statt rote Augen. Lunastein ist ein Pokémon, welches vor allem durch seine Robustheit und seine Stärke raussticht. Diese kommt zur Geltung, sobald es Spezialattacken vom Typ Psycho einsetzt und Gegner beispielsweise durch den Einsatz von Psychokinese mit einem mächtigen Strahl telekinetischer Energie oder mit einem wie Juwelen funkelnden Lichtstrahl trifft, wenn es die Gesteinsattacke Juwelenkraft einsetzt. Auch beherrscht es physische Attacken des Typs Gestein und schadet dem Gegner, indem es diesen mit scharfen Steinen sticht und Steinkante einsetzt oder riesige Felsen auf ihn schleudert und Steinhagel einsetzt. Lunastein besitzt die Fähigkeit Schwebe, welche es vor Bodenattacken und Veränderungen des Bodens schützt. Lunastein lebt in Gebirgen wie den Meteorfällen Höns oder der Leuchthöhle in der Kalos-Region. Es wurde vor 40 Jahren in der Nähe eines Meteoritenkraters entdeckt. Man sagt deshalb, es stamme aus dem Weltall, jedoch gibt es hierfür keine Beweise. Da es nachtaktiv ist und bei Vollmond erwacht, sieht man das Meteoriten-Pokémon nachts durch die Lüfte schweben, wobei das Mondlicht es vor Kraft erstrahlen lässt und seine Gesundheit von den Gezeiten abhängig ist. Seine roten Augen leuchten dabei und lassen Pokémon vor Angst erstarren, sein Blick wirkt einschläfernd. Da hat Lunastein keine Vorstufe und ist auch nicht dazu in der Lage, sich weiterzuentwickeln. Und mit seiner Typenkombination ist es immun gegen Bodenattacken, wenn es die Fähigkeit Schwebe besitzt, beziehungsweise es hat immer die Fähigkeit Schwebe, deswegen nimmt es immer keinen Schaden gegen Bodenattacken. Es nimmt halben Schaden gegen Normal, Flug, Gift, Feuer, Psychoattacken. Doppelten Schaden gegen Käfer, Geist, Stahl, Wasser, Pflanzen und Unlichtattacken und der Rest macht normalen Schaden.